Hallöchen, ihr Lieben. Heute zeige ich euch eine ganz einfache Bastelanleitung, wie man diese tollen Eisverpackungen aus Papier basteln kann. Eingefärbt habe ich sie mit D-Stix Oxide Farben. Ihr könnt aber auch gerne Musterpapier oder Farbkarton verwenden. Der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachbasteln. Als erstes habe ich für die Banderole einen weißen Farbkarton in 15,3 x 9,1 cm. Den habe ich mir gleich zweimal zurechtgeschnitten, da ich zwei verschieden aussehende Verpackungen basteln möchte. Ich färbe sie mir mit D-Stix Oxide Farben ein. Ihr könnt aber auch gerne Musterpapier verwenden, dann lasst ihr einfach diesen Schritt hier weg. Nach dem Einfärben gebe ich mit einem Pinsel ein paar Wasserpunkte drauf. Die tupfe ich dann mit Küchenrolle ab. Schon seht ihr diesen wunderschönen Effekt. Das wiederhole ich jetzt noch mit der passenden Farbe in Aquarell. Ja, jetzt muss es erstmal trocknen, bevor es dann weitergeht mit dem Schneide- und Falzbrett. Ich lege dazu die lange Seite oben an und falze dann bei 2,5 cm, 4,6 cm, 9,7 cm und 11,8 cm. Dazu wird jetzt noch ein weiterer Farbkarton für die Schublade benötigt, und zwar in dem Maß 13 x 9 cm. Dieser wird jetzt ringsum bei 2 cm gefalzt. Danach falze ich alle Linien nochmal gründlich mit dem Falzbein nach. Jetzt könnt ihr euch die beiden Rechtecke für die Seiten, die oben und unten zu sehen sind, noch einfärben. Im Anschluss trocknen lassen, mit der Schere auf der langen Seite genau die Falzlinie außen bis zur ersten Querfalzgerade einschneiden und von rechts einen Keil schräg bis zu dem Punkt der Querfalz schneiden. Die äußere Seite anschrägen. Genau andersherum wiederhole ich die ganzen Schritte jetzt nochmal auf der linken Seite. Danach das Papier um 180 Grad drehen und auf dieser Seite das Ganze nochmal wiederholen. Die Klebelaschen, die kürze ich mir jetzt noch etwas, so etwa ein Drittel nehme ich da jetzt weg, auf allen vier Seiten. Auf der unteren Seite der Schublade schneide ich mir genau in der Mitte mit dem Bastelmesser einen Schlitz mit 1,1 cm ein. Auf die vier kleinen Klebelaschen kommt dann der Kleber drauf und jetzt kann alles zusammengeklebt werden. Die Banderole lege ich um die Schublade drumherum und klebe sie dann auf der Unterseite zusammen. Für den Eisstiel verwende ich Kraftpapier. Ich habe hier zwei Stück im Maß 7 x 1 cm. Beide falze ich bei 0,9 cm auf der langen Seite. Auf die lange Seite vom Kraftpapier wird dann Kleber aufgetragen. Beide Papierstücke genau aufeinander geklebt. Unten runde ich mir das jetzt noch mit der Schere ab, den Stiel durch den Schlitz durchziehen und die geknickte Seite an die Schublade kleben. Jetzt sieht es wirklich wie ein Eis aus. Zur Deko vom Meloneis klebe ich Kerne auf. Die habe ich aus einem Mini-Herzstanzer hier ausgestanzt und dann halbiert.
Mit dem weißen Gelstift kann ich tolle Effekte drauf tun. Einen Spruch gibt es natürlich auch für mein Eis und das stammt aus diesem Set hier. Nach dem Ausschneiden runde ich mir die rechte Seite ab. Es kommt auf die linke Seite ein Loch. Dann gibt es noch ein wenig Distress-Farbe an den Rand. Ja, und festmachen werde ich es mit einem Schleifenband direkt hier am Stiel. Schon ist meine Eis am Stiel-Verpackung fertig gebastelt. Schick sieht sie aus, oder? Was sagt ihr? Ich hoffe, meine Bastelidee gefällt euch. Wenn ja, dann lasst mir gern ein Däumchen nach oben da. Aktiviert auch das Glöckchen und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. So verpasst ihr natürlich hier auch gar nichts mehr. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!